Ja, ich hatte am Freitag, also wo wir es denn ja, wo es rauskam, hatte ich ja die Frage nur gestellt, ob wir Japanisch oder Englisch haben wollen. Mir ist es zwar an sich egal, aber ich habe das Japanisch als wirklich finde ich das halt cool bei solchen Spielen. Da es mir aber egal war, ja, habe ich den Chat entscheiden lassen. Und es war Japanisch, was ich gewünscht wurde. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob ich es im Nachhinein, ob man das im Nachhinein nochmal ändern kann. Nee. Ich weiß nicht, ob es sich ändert, wenn ich es im Hauptmenü mache. Wäre eine Überlegung mal wert. Aber das Einzige, was man noch im Nachhinein dann halt ändern kann, ist der Schwierigkeitsgrad. Aber wenn du halt das... Wenn ich das Spiel halt gestartet habe, dann darf ich mir halt aussuchen, ob Englisch oder Japanisch. Der Film schaue ich mir im zweiten Durchlauf auch gerne mal das englische Original an. Ich weiß nicht, im Englischen finde ich halt viele Stimmen nicht passend. Deswegen ich dann halt wirklich lieber das Japanische gucke. Wobei es manchmal vorkommen kann, dass mir das Japanische nicht passt und ich dann lieber auf Englisch gucke. Oder wenn es auf Deutsch gibt, dann natürlich auf Deutsch. Und manche Sachen gucke ich auch schon wieder auf Deutsch. Wenn die Synchro gut ist. Wenn sie nicht gut ist, dann gucke ich sie auch nicht auf Deutsch. Bin vorzusehen, dass ihr den Angriff gut überstanden habt. Gibt es so etwas, was ihr wissen möchtet? Achso, nee, das hatten wir ja schon. Wissen wir, wie klingt der Typ eigentlich wirklich? Ich muss da sagen, dass deutsche Synchros sehr, sehr gut sind. Also mittlerweile ja. Mittlerweile ja. Ich habe früher die Animes, die ich geguckt habe, die haben mich dann teilweise abgeschreckt, weil die Synchro manchmal nicht passend war. Und dann habe ich es zwar trotzdem noch durchgeguckt, habe es mir dann aber nochmal auf Japanisch und wenn es auf Englisch gab, auch auf Englisch. Also ich gucke es mir meistens immer dreimal an. Aber ich bin auch Anime-Fan, also zu wenig Animes gibt es nicht. Ich passe auf den Jungen auf. Wir zwei können losgehen und die Medizin für sie holen. Ich passe auf den Jungen auf, ist aber eine Sie. Ja, okay. Bis Spencer Film von der Synchro im Original sind sie nicht so lustig. Das stimmt. Das stimmt. Achso, das war der Dingens Fritze. Finde den Doc in Moskau und frage nach der Medizin. Gibt es hier nicht mal so eine Weltkarte vielleicht? Wäre mal ganz schön. Over Moskau nochmal. Das war, glaube ich, da, wo wir gestartet sind. Wir gehen einfach mal per Schnellreise. Ja. Ja, das ist der Ort, wo wir gestartet sind. Hallo, Doc. Ja, Doc. Das war immer so eine Sache, wie gut man die Sprache kann. Ich glaube auch, wenn man Japanisch gut kann, dass das auch geiler ist. Ja. Also ich finde halt, es klingt einfach cool. Ich wollte ja früher mal Japanisch lernen, aber ich hab's mir dann verkniffen. Ich habe noch genug mit Latein zu tun, also. Latein kriege ich ja noch halbwegs hin. Hab zwar nicht so lange Latein gehabt, aber da kriege ich ein bisschen was von hin. Japanisch kommt dann irgendwann als nächstes. Wenn ich die eine Sprache kann. Vielleicht sollte ich mich auch mal in Englisch dran setzen, aber. Ich glaube, bei Englisch ist bei mir Hopfen und Malz verloren. Das haben mir die Lehrer zu sehr verdorben. Im Nachhinein. Englisch klingt doch nur so lange cool, bis man das versteht. Ist so.
So, hallo Doc. Hm? Hm? Wer bist du? Ich bin's. Deckkamenda. Eisenmaske. Wobei ich mich inzwischen Alfen nenne. Ich habe mich endlich an meinen Namen erinnert. Alfen. Ich hörte, das war der... Eben redet er halt so gar nicht, ne? Jetzt redet er, oder wie? Okay. Ich hörte, das war der Typ, der Balsa vom Thron stürzte. Okay, die reden also doch komplett. Ja, ja. Okay. Gut. Dann brauch nicht leben. Da muss ich noch gucken, ob man die. Dass man. Ob die komplett durchreden oder ob sie nicht durchreden. Aber mal tun sie es, mal tun sie es nicht. Omake ni sonna kao shitotta to wa. Dann bekommt man die Emotion besser vom Klang her. Auch wenn man es nicht versteht, ja. Das stimmt. Im Japanischen finde ich halt auch die weiblichen Stimmen immer mega schön. Und ich finde es dann halt auch immer so niedlich, wenn in Japanisch sich dann die Person aufregt. Das ist immer so knuffig. Ich finde das so niedlich. Und das kriegt man zum Beispiel im Deutschen oder im Englischen vielleicht weniger hin. Also, klar, wenn die Synchronsprecher das gut können, dann klappt das auch, aber im Japanischen finde ich das echt einfach nur so knuffig. Da hat man vor den Frauen zumindest nicht so sonderlich viel Angst. Oder wenn zum Beispiel so eine Person richtig irre ist, das finde ich halt auch richtig geil. Ja, das Klischee hat so gekreischt. Nein, das finde ich voll so. Also, es kommt drauf an, wie oft das vorkommt. Es kommt drauf an, wie oft. Es gibt Animes, wo das ja durchgehend ist. Das ist auch nervig. Da gebe ich dir recht. Das ist voll nervig. Aber wenn das halt so mal ist, wie in der einen Szene da mit dem Kompliment, da finde ich das halt mega niedlich. Es darf halt nicht zu übertrieben und zu viel sein. Dann finde ich das in Ordnung. Zu viel ist dann natürlich auch nicht. Das wäre ja so, als wenn eine Person die ganze Zeit in einem Film oder in einem Anime nur am Heulen ist. Lena ni itta wake janai. Anta ni itta da. Watashi wa watashi no tsugou de sou shita dake yo. Mochiron sou darou to. Da ga sore de anta ga shita koto ga kawaru wake demo nai. お前さんたちはスルドを倒し、その結果、わしらは解放された。ありがとう。礼を言うのはわしの方だ。いくら感謝してもしきれるもんじゃない。それで、わざわざ世間話をしに、この年寄りのとこに寄り道したわけでもなかろう。ああ、相談があるんだ。ひどく衰弱している女の子がいるんだ。薬を探しているんだが、心当たりはないか。うん。衰弱となると、需要競争の類か。わしの手元にある薬草程度じゃダメだろうな。そうだ。重度駐屯地はあさってみたか。Wir können jetzt nicht unterscheiden, ob er ernst ist, einfach nur tagesschild ist. Ich glaube, er ist sehr ernst. Also ein alter Knacker, sag ich jetzt mal, der ja sehr, sehr ernst ist. Ich glaube, nur ein einziges Mal habe ich ihn halbwegs, das war noch im Tutorial, wo das Lager halt angegriffen wurde und die da alle niedergemetzelt wurden. Da war er sogar mal besorgt. Ja. Kokoe kuru no ni tori sugi wa shita ga. Der gute Doc. レナ兵が逃げ出して、すっかりもぬけの殻だそうだ。もしかしたら連中が残したのがあるかもしれん。わかった。行ってみる。キルド駐屯地。
So ein Kleiner hat er schon eine Friedenspfeife durch. Das stimmt. Das stimmt. Ja, die Medizin im Wachhaus der Kiosk-Garnison. Okay. Also. Warte. Quatsch, Richtung. Richtung. Wir dreimal gucken, wo man lang muss. Er ist einfach stoned. Er hat einen zu viel durchgezogen. Ein ernster Junkie. ich meine, als Doc kommt man da leicht ran. Der Doktor für alle Fälle. あの年まで虐げられ続けてきたはずなのに、もうレナにへつらう必要もなくなったの。へつらったんじゃない。それにレナじゃなくて、シオンに言うんだって言ってたじゃないか。それが変わってるっていうのよ。え、そのコンビネーション。 Möglich. Vielleicht klären wir ihn ja auch noch ein bisschen näher kennen. Mal gucken. Vielleicht kommt er noch öfter vor. War ja einer der ersten, die wir so gesehen haben. Ein Charakter. Er sagt einfach mal nichts dazu. So, jetzt geht die Eulensuche gleich wieder los. まさか壁の向こう側から誰か来るなんてな。何者なんだろう、あの子は。そんなに驚くような話じゃないでしょう。カラグリアの外にだって国はあるんだから。レナ人にとっちゃそうかもしれないけどな。俺たちはずっと壁の中に閉じ込められてきたんだ。壁の向こうにも世界が広がってるって理屈じゃ分かっていても実感なんてなかった。水を差すようで悪いけど、その外の世界にも支配しているするのがいることを忘れないで。ああ、分かってるさ。あの子が何か訳ありだってこともな。それでも壁の向こうには確かに世界があった。分かってもらえないだろうが、それだけでも俺は嬉しいんだ。Ich finde es ja cool, dass man hier wenigstens nicht wie in anderen Tales of spielen, wenigstens springen kann. Auch wenn es nur so ein kleiner Hüpfer ist. Aber man kann springen. Ach du Scheiße. Ach stimmt, ja, das Gebiet hatten wir ja. Wachhaus der Kiosk-Garnison. Jetzt ist halt die Frage, wo ist das Wachhaus? Wo ist das Wachthaus? Okay, da hier unterscheidet sich aber tatsächlich zwischen Erfahrungspunkten und dann diesen Fertigkeitspunkten. Aber 3 FP. Wie soll ich denn so jemals? Also wirklich, jemals das Ding hier durchkriegen. Ich werde bis an mein Lebensende dieses Spiel spielen. Wobei ich mir die Frage stelle, wo das Wachthaus ist. Und ob wir richtig sind. Man muss ja viel generieren. Das wird eine enorme Spielzeit. Das war jetzt schon. Oh, ja, okay. 5 FP. Entschuldigung. Ich hab mich geirrt. Geht doch schnell. Nein. Gott. Bin ich hier richtig?
Ja, bin ich. Ich muss da nur auf die andere Seite. Ich bin falsch gelaufen. Naja. Holen wir uns unsere Spielzeit. Wird vielleicht ja mehr Level halt. Ja. Ich gehöre ja Gott sei Dank zu den Menschen, die fast den Kampf mitnehmen. Also, mal gucken. Aber vielleicht verhindert das ja auch, dass man überlevelt ist. Weil das hatte ich in den meisten Tales of Spielen, dass ich dann irgendwann einfach so überlevelt war. Das war schon nicht mehr... War dann weniger spaßig, wenn man dann halt zu überlevelt ist. Es ist halt was anderes. Pokémon ist ein gutes Beispiel. Habe ich leider nie gespielt. Muss ich unbedingt noch nachholen. Ist ja noch auf dem Discord in einer Liste der Spiele, die noch irgendwann mal gespielt werden wollen. Ich habe die Liste nicht vergessen, genau wie Gothic. Gothic habe ich auch nicht vergessen. Kommt alles noch. Aber ich ahne schon, dass sie bis dahin eine ganze Liste angesammelt hat. Ich glaube, jetzt sind gerade mal drei oder vier Spiele. Noch. Hier muss ich rein. Das sind die ersten Spiele, wenn man ihn zu Festkampf mitnimmt. Ein bis zwei Pokémon levelt, ist man schnell überlevelt. Echt? Wenn die einfach nur so hochspringen kann. Da ist es. Wir haben's. Kore ko? Watashi ga shiru wake nai desho. Mayotte ite mo shikata nai. Kore o motte kaeru. Machigai nai koto o negau wa. Mata kuru no wa gomen yo. 念のため、ウルベゼクに戻る前に毒に見せて確かめた方がいいかもな。Geld, wenn man jeden Festkampf skippt mit Schutzitems, wird sehr hart. Na dann. Dann weiß ich, was ich nicht mache. Zumindest nicht immer. Ich finde sowas Ausgewogenes halt ganz cool. Zwischen Kämpfen und... auch mal lassen. Gut, hier ist es bisher noch recht angenehm. Bei Final Fantasy habe ich das früher auch öfters gemacht, dass ich dann gesagt habe, nö, kein Bock auf den Kampf. Wobei, da habe ich dann später schnell gelernt, okay, war nicht gut. Da habe ich die Anfangskämpfe immer sehr oft geskippt. Nicht gut. Gar nicht gut. Kann ich diesen Bonus noch irgendwie erhöhen? Hallöchen. Meine geliebten gehörten Tiere. War dumm. Es gibt Gebiete, da will man skippen, weil es nervt und doof ist und anderes, wo es okay ist, ja. Und es gibt halt auch Spiele, wo es halt wirklich allgemein allgemein okay ist. Wo man gar keinen Bock hat zu skippen. Vielleicht wird es ja so eins. Weil ich finde das Kampfsystem richtig gut. Bisher. Und ich finde es halt auch mega gut, dass es so einen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Ich liebe Spiele, wo sich von Tag in Nacht, in Nacht in Tag. Tempel rockt und Kern ist. Das ist der Weg, das Ziel. Wie Diablo. Ja. Oh, Diablo. Könnte ich auch mal wieder spielen. Ich habe gerade das allererste Mal den dritten Teil angefangen.
Den ersten besitze ich aber auch noch, den zweiten leider gar nicht. Muss ich noch gucken, dass ich den zweiten oder irgendwie an den zweiten rankomme. これだと思うんだが見てくれ。どれ。ああ、これだこれだ。早いとこ持ってってやるといい。ああ、そうするよ。な、鉄仮面。いや、stimmt, das stimmt. Bei Diablo ist das halt echt einfach geil. Das stimmt, das ist halt so zu 100%, finde ich. Oh, jetzt habe ich wieder Bock auf Diablo. Scheiße. Nanika ga kawari hajimete iru no kamoshiren na. Nanika ga tte? Nani ga da? Ah, washi ni mo wakaran. Tada tomatte ita mono ga ugoki hajimeta. Sonna ki ga suru. お前たちについてあれこれ言うものもいるだろうが、すべきと思うことをせ。疲れたらまた帰ってこい。それまでは思うようにやるといい。ありがとう。オッケー。ありがとう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 。あり
組織の指示で仲間と共にここを目指し、ただ一人たどり着いたと。ここまではいいか。最近になって弾圧が急に厳しくなったんだ。それでカラグリアで革命が成功したって話が伝わってきて、それなら助けてもらえるんじゃないかって。ちょっと耳が早すぎない？気になるのはなぜ彼女が来たのが今なのかってことだ。まるで狙いすましたようじゃないか。でも私たちが苦しんでるのは本当だよ。ここまで来るのだって命がけで。心配するな。よくここまで来た。頑張ったな。おいジルファ、あんたまさか。私は行くわ。アルフェン、準備なさい。すべてのスルドを倒すために炎の剣を使う。そのために協力し合うという約束のはず。まさかレナ人、どうして。大丈夫だ。訳ありだが敵じゃない。お前のために薬を持ってきてくれたくらいだ。そんな、でもだって信じられない。いつ他領のレナが攻めてくるかもわからないんだぞ。それはあなたたちの都合、私には関係ないわ。アルフェンの炎の剣は切り札だ。カラグリアから出すわけにはいかない。彼がここに留まったところで私の同意がなければ同じことよ。あんたに言うことを聞かせるって手もあるよな、光目。できるとでも。私に触れることもできないくせに。やめろアルフェン。Bei ihr sind es andere Argumente, ne? 俺はこの国で奴隷が受ける仕打ちを嫌というほど見てきた。だから剣を取った。もしあれと同じことが他の国で起きているなら、何とかしてやりたい。ネアズの言う通り、敵がまた来る可能性は否定できない。だが俺たちの戦いがカラグリアだけを解放できればいいというものではないのも確かだ。すべきことは山積みなんだぞ。うん、だから選択肢は限られる。ビエゾの時と同じやり方で行こう。Ja, eigentlich profitieren sie ja davon, wenn wir den nächsten Lord kalt machen. Dann haben die mehr Luft nach oben, wenn wir deren Nachbarregion befreien. So rein theoretisch. やっぱり賛成できないわ。そんなこと言ったところで、今さら止められやしねえよ。分かってるわよ、そんなこと。本当に行くのか、4人だけで。ああ、留守は任せる。それがあんただものな。分かったよ。こっちのことはなんとか俺たちでやってみる。レナの残党の相手は引き受けたぜ。頼む。だが、むやみに殺すなだろ。分かってるよ、あいつらと同じことを繰り返すつもりはねえって。Kann ich gleich machen, Dufte, ja. Ich so. Ich weiß zwar auch noch nicht so viel, aber ein bisschen was kann ich erklären, ja.